Hallo, ich hoffe, ich habe mit meinem neuen Intro nicht zu dick aufgetragen. Quasi als Trostpflaster für die trockene Endspielmaterie. Wobei Endspielkenntnisse enorm wichtig sind, wenn man ein Turnierschachspieler werden will. Sie haben viele Vorteile, weil sie einfach sind. Einerseits, man kann da Prinzipien sehr einfach erklären, wie Zugzwang und sowas. Andererseits sind sie auch sehr universell, da ändert sich wenig, anders als bei Eröffnung. Und naja, es gibt natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen, wenn man sich mit Endspielen auskennt, dann muss man eben sich nicht nur auf irgendwelche Eröffnungsfallen stützen oder sonst was und muss keine Angst vor Abtäuschen und ähnlichem haben. Nun ja, egal. Es geht hier ja auch so ein bisschen um Unterhaltung, ist ja auch nur ein Grundkurs. Und man sieht hier auch schon die Grundstellung. Ehrlich gesagt will ich auf ein Endspiel hinaus, aber eins aus einer realen Partie, die als solche schon ganz interessant ist. Und deswegen zeige ich sie auch von Anfang an. Ich muss auch zugeben, ich springe auch selber nicht gerne in irgendwelche Stellungen rein. Ich gucke mir auch immer gerne an, wie es denn dazu gekommen ist. Übrigens sind historische Schachpartien gerade für Lehrzwecke oft sehr gut geeignet, was jetzt für diesen Clip vielleicht nicht ganz so relevant ist, aber naja, den Namen Tarrasch habe ich schon häufiger erwähnt. Tarrasch hatte mal diesen Spitznamen Lehrmeister Deutschlands und das auch nicht ganz zu Unrecht. Er gehörte zu den besten Spielern der Welt. Er ist zwar nie Weltmeister geworden, aber wer weiß, es gibt Leute, die sagen, dass er seine WM-Kämpfe zu spät bekommen hat und dies und das. Gut, es ist ja auch egal jetzt, aber er war einer der stärksten Spieler der Welt. Als diese Partie gespielt wurde, schwer zu sagen, wenn es eine Weltrangliste gegeben hätte, vielleicht Nummer 1, 2, 3 oder irgend sowas in der Art. Sein Gegner ist ein Amateur gewesen, der allerdings sehr stark gewesen ist. Er war in seinem wirklichen Leben Hochschullehrer, aber er ist auch bekannt als Schachtheoretiker, Eröffnungstheoretiker, als Studienkomponist und auch, ja, es gibt einen Turniermodus, da heißt Sonneborn-Berger System und da hat er sich auch verewigt. Es ging klassisch los mit E4, E5, Springer F3, Springer C6 und jetzt kam Wolf F1 nach B5. Die Eröffnung nennt man spanische Eröffnung. Sie sieht sehr logisch aus. Der Läufer greift ja den Springer an, den Schwarzen, der seinen schwarzen Zentralbauern deckt, der ja angegriffen ist. Mal farblich angedeutet. So vielleicht. Das heißt aber nicht, dass der Weiße jetzt droht, einen Bauern zu gewinnen. Diese Eröffnung hat sehr starken strategischen Charakter und deswegen würde ich sie auch Anfängern eigentlich nicht empfehlen. Man kann jetzt als Schwarzer tatsächlich erst einmal diesen Läufer angreifen, muss sich gar nicht um den Bauern kümmern. Schwarz spielte A6, das ist auch die Hauptverteidigung, wie gesagt. Und nun zog Tarrasch den Läufer zurück, was man auch meistens tut in dieser Stellung. Ich zeige nochmal ganz kurz, warum man den Bauern nicht gewinnen kann. Also mal gesetzt den Fall, der Weiße nimmt jetzt hier raus. Jetzt gibt es ja diese Empfehlung immer zum Zentrum hinschlagen, aber es gibt auch von dieser Empfehlung, zu dieser Empfehlung eine ganze Menge Ausnahmen und hier liegt eine vor. Meistens nimmt man so wieder. Das ist jetzt die spanische Abtauschvariante. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum im Detail, aber wenn jetzt der Weiße diesen Bauern schlägt, dann kann der Schwarze einen Doppelangriff mit der schwarzen Dame ausführen und dann bekommt der Bauern sofort bequem wieder zurück. Und der Doppelbauer, den er auf der C-Linie hat, der ist auch nicht so gefährlich. Also für ihn zumindest in dieser Position nicht. Und er hat etwas, was man als Läuferpaar bezeichnet, die beiden Läufer. Gut, also da gehört jetzt ein bisschen Strategie dazu, das will ich im Detail nicht erklären, das kommt dann mal in einem anderen Clip. Ich will nur hier damit andeuten, dass man im Spanier nicht sofort droht, den Bauern in der Mitte zu gewinnen. Dann könnte man ja denken, naja, wenn das so ist, warum sollte man dann überhaupt seinen Läufer so rausziehen? Aber es ist so im Spanischen, dass man das irgendwann droht, nachdem man sich um seinen eigenen Bauern gekümmert hat. Und man kann das eher als der Schwarze, ohne Konzession zu machen. Und dann droht der Schwarze tatsächlich, seinen Bauern zu verlieren und dann muss er sich drum kümmern. Und indem er sich darum kümmert, muss er Eingeständnisse machen. Wie gesagt, das ist ein bisschen abstrakt und das ist auch genau der Grund, warum ich das Anfänger nicht empfehle. Die spanische Partie ist eigentlich ein bisschen zu kompliziert, aber jetzt für diesen Clip ist es besonders gut geeignet. Der Läufer ging zurück,
Schwarze machte jetzt einen sehr natürlichen Zug, Springer raus, Gegenangriff auf den weißen Bauern. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ein Nachteil der klassischen Eröffnung daran besteht, dass man ja Bauern in der Mitte hat, die angegriffen werden können. Und das sieht man hier auch sehr deutlich. Tarsch zog unseren Springer raus und deckte den, auch ganz natürlich gespielt. Es ist aber so, dass man heute eher kurz rochiert. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um Eröffnungstheorie und auch Meister der Gegenwart oder Topspieler der Gegenwart haben schon so gespielt. Also da gibt es wenig dran auszusetzen an diesem natürlichen Zug. Berger zog nun seinen Läufer raus. Jetzt hat man hier so eine Art doppeltes Spanisch. Aber der Weiße ist ja dran und kann natürlich eher was machen. Weiß zog nun seinen Springer in die Mitte. Springer D5. Es gibt die generelle Empfehlung, dass man Figuren nur einmal in der Öffnung ziehen soll, weil man sonst Zeit verliert. Allerdings ist es hier so, dass Weiß eine Drohung aufstellt. Er droht jetzt nämlich, den Springer auf C6 tatsächlich zu schlagen, der ja den Läufer auf B4 deckt, der durch den Springer in der Mitte angegriffen ist. Und wenn er jetzt mal, sagen wir, den Springer hier rausnimmt, ist ja die brutale Methode, eine Variante, dann kann der Weiße so wieder nehmen, greift jetzt den Springer an, der den Bauern ja verteidigt, und dann ist der hier irgendwann tatsächlich mal weg, nicht mal rot angedeutet. Kurzum, der Weiße macht Druck mit seinem Springerzug. Deswegen kann er auch diese Empfehlung, dass man Figuren nicht zweimal ziehen soll in der Öffnung, auch hier verletzen. Der Schwarze zog seinen Läufer zurück, solide nach E7. Und nun deckte Weiß seinen Bauern in der Mitte, indem er seinen Dambauern ein Feld vorzog. Und jetzt kümmerte sich der Schwarze um den Bauern in der Mitte. Vielleicht ist das ein bisschen verfrüht. Tarasch bekam diese Stellung später noch einmal gegen einen Spieler namens Schlechter, der ja etwa so gut wie Tarasch gewesen ist. Also das war ein Topspieler seiner Zeit. Der rochierte in dieser Stellung kurz. Der sah, dass der Bauer immer noch nicht gefährdet ist in der Mitte, also dass er eben noch nicht sich in eine Fesselung begeben musste, wie Berger das tat. Berger zog jetzt D6. Und jetzt ist der Springer auf C6, wie man sagt, gefesselt. Gelb angedeutet. Der Springer kann nicht wegziehen, weil er sonst seinen König in Schach stellt. Und Tarasch nutzte das hier aus, indem er seinen Springer jetzt nach B4 zog und damit den Springer zweimal angriff. Ich weiß nicht, wie angetan Tarasch von diesem Zug war. Es ist jedenfalls so, dass er etwa 5 Jahre später nochmal diese Stellung aufs Brett bekam und was anderes zog. Gegen einen Gegner namens Marco. Auch ein bekannter Meister aus der Zeit. Aber egal. Er bekam auch hier einen gewissen Vorteil. Der Springer C6 ist jetzt hier zweimal angegriffen. Berger entfesselte und deckte, so. Und jetzt tauschte Weiß ab auf C6 zweimal. Läufer nimmt, Läufer nimmt, so. Und nun hat der Schwarze einen sogenannten Doppelbauern auf der C-Linie. Wie auch in der spanischen Abtauschvariante. Allerdings ist Doppelbauer nicht gleich Doppelbauer. Und hier ist der Doppelbauer deutlich schwächer als in der Abtauschvariante. Und es ist auch offensichtlich, zumindest im Moment, dass der weiße Läufer, der hier wesentlich aktiver steht als der schwarze, der so ein bisschen eingemauert zwischen seinen eigenen oder hinter der schwarzen Bauernkette steht. Wenn man diese beiden Tatsachen zusammenfasst, dann denke ich, kommt man darauf, dass Weiß besser stehen müsste. Die Frage ist allerdings, wie groß dieser Vorteil ist. Zumindest ist es ein formaler Vorteil. Sehen wir uns zunächst einfach weiter, kurze Rochade, ganz natürliche Züge.
Aber man muss sich natürlich auch fragen, wie es weitergehen soll. Wie soll der Weiße seinen Vorteil ausbauen? Zunächst zog er die Dame von der Grundreihe nach E2. Und der nächste Zug, der ist vielleicht zu kritisieren. Schwarz zog den Bauern C5 nach vorne. Damit kesselt er seinen eigenen Läufer noch ein bisschen mehr ein. Allerdings hat er sich was dabei gedacht. Es ist nämlich so, dass der Weiße, wenn er weiterkommen will, entweder das Zentrum so in Gang setzen muss oder, nachdem er seinen Springer weggezogen hat, ja, den F-Bauern vorziehen muss. Und in beiden Fällen werden schwarze Bauern getauscht und dann wird der Läufer auch aktiv. Wenn der Weiße das eben nicht macht, dann kommt er halt nicht weiter. Dann hat er eine schönere Stellung, aber das nützt ihm dann wenig. Wie gesagt, man muss mit Bauernzügen vorsichtig sein und da, naja, Tarsch wird die Partie wohl gewonnen haben. Ich hoffe, ich nehme damit jetzt nicht zu viel Spannung raus. Da der Schwarze dann wohl verloren hat, ist es immer einfach, schwarze Züge zu kritisieren. Nur die Frage ist, ob die Alternativen, die man dann vorschlägt, tatsächlich besser sind als das, was Berger gespielt hat. Jedenfalls hat ein Zeitgenosse statt C5 Nimzowitsch, hieß den Namen, habe ich auch schon mal genannt, was anderes vorgeschlagen, und zwar das Manöver Turm E8 und dann Läufer F8 zurück, sich so ein bisschen auf die Hinterbeine zu stellen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Standardmanöver und auf jeden Fall eine ernsthafte Alternative. Ob es wirklich besser ist, das kann man so ohne weiteres nicht sagen, ohne das Ganze genauer zu analysieren, aber. Ja, es sieht ein bisschen natürlicher aus, finde ich. Und wie gesagt, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, also Berger Zug C5. Was man noch sagen könnte, mit dem Zug C5 schwächt der Schwarze allerdings auch sein Feld D5, das hier in der Mitte ein wenig. Und Nimzowitsch schlug vor, vielleicht mit derartigen Springermanövern das Ganze auszunutzen. Eventuell könnte man auch dann vorher noch den schwarzen Springer abtauschen, so damit dann der Springer, der Weiße in der Mitte nicht getauscht werden kann. So als Plan zumindest. Ist auch interessant, ob es besser ist als das, was Tarasch gespielt hat, bezweifle ich, aber ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Tarasch spielte sehr klar hier C3. Das ist ohnehin etwas, was man im Spanier gerne macht, dass man den C-Bauern ein Feld vorschiebt, um dann den benachbarten D-Bauern zwei Felder nach vorne zu ziehen und so ein starkes Bauernzentrum zu bilden. Das ist im Spanier nicht selten so, dass eben zu diesen Konzessionen, die der Schwarze machen muss, der Weiße dann eben dazu kommt, ein starkes Bauernzentrum zu bilden. Schwarz zog Springer D7. Wofür das gut ist, sieht man gleich. Der Weiße führte seinen Plan aus, D4. Und nun werden schwarzfeldrige Bauern abgetauscht. Und dadurch wird der schwarze Läufer wieder aktiv. Das heißt, so schlecht sieht das eigentlich nicht aus für Schwarz. Aber der Weiße hat schon das bekommen, was er wollte. Jetzt zog er zunächst mal seinen Läufer raus, entwickelte sich, bedeckte das Feld D4. Der Schwarze war ganz froh, noch mehr abtauschen zu können. Aber es ist so, dass die weiße Bauernstruktur gesünder ist als die schwarze. Der Schwarze hat sich nicht vollständig befreien können. Er hat zwar einen Nachteil abgegeben, praktisch. Der ziemlich tote Läufer ist jetzt ganz munter, aber er hat drei Bauerninseln, wie man sagt. Und der Weiße nur zwei. Ich denke, es ist klar, was Bauerninseln sind. Mal angedeutet bei Schwarz hier, das ist ein isolierter Bauer, dann hier zwei isolierte Bauern und dann hier drei. Und da, was die Bauerninseln angeht, da gilt, je weniger, desto besser. Natürlich ist auch das nur eine Faustregel, aber hier gilt es auf jeden Fall. Gerade die Bauern auf der Damenseite, insbesondere dieser hier und auch der hier so ein bisschen. Vielleicht mal gelb und mal entfernen. Die neigen ein kleines bisschen zur Schwäche.
Und nochmal, sowas auszunutzen ist nicht ganz einfach und erfordert dann schon eine gewisse Spielstärke, die man dann irgendwann als Clubspieler hat. Aber auch nicht jeder Clubspieler, um ehrlich zu sein. Also deswegen gesagt, empfehle ich die spanische Partie nicht, weil man sehr, sehr kleine positionelle Vorteile dann in Siege ummünzen muss. Und meistens passiert dann vorher irgendwas Taktisches, sodass dann alles für die Katz war. Von daher ist das eher was für sehr fortgeschrittene Spieler. Aber hier sieht man ganz gut, wie Tarsch es machte. Und das ist eben auch der Grund, warum man historische Partien gern nimmt. Häufig ist dann der Schwarze, die schwächere Seite, nicht in der Lage, das so wirklich konsequent zu bekämpfen. Und dann sieht man den Plan von A bis Z. Turm E8 ganz natürlich, drückt auf den E-Bauern in der Mitte. Das Vis-à-vis Turm Dame ist natürlich nur ein bisschen unangenehm für die Dame. Deswegen zog Tarasch mal weg, deckte aber weiterhin seinen E-Bauern in der Mitte. Und drückt auch ein kleines bisschen schon auf den Bauern C7. Zur Erinnerung eher hier. So, Abtausch. Generell, sehr allgemein ist es gut für Schwarz, aber der Schwarze wollte hier das Feld C5 bekommen. Weiß nimmt natürlich zurück. Das Feld C5 jetzt. Und auf diese Weise versperrte die C-Linie. Und greift auch nochmal den Bauern auf E4 an. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nimzowitsch schrieb, an dem Springer C5 hängt das Schicksal der Partie. Tarasch deckte jetzt seinen E-Bauern mit dem F-Bauern. Das sind Züge, die man nicht so leichtfertig machen sollte. Generell mit Bauern ziehen ist immer etwas, das man schlecht korrigieren kann, wenn es falsch war, weil der Bauern schlecht zurückziehen können. Andererseits ist der Weiße vollständig entwickelt, die Türme sind ja verbunden. Und er hatte für seine Türme andere Pläne. Er wollte jetzt nicht mit seinem F-Turm zum Beispiel den E-Bauern decken. Die Türme gehören auf die, wie man sagt, halboffenen Linien. Hier hin und hier hin. Und dann können sie auch dann eventuell auf der C-Linie wieder drücken. Und vielleicht könnte dann auch mal der D-Bauer schwach werden. Jetzt zog die Dame raus, damit beendet Schwarz formal die Entwicklung, greift den Springer in der Mitte an mit Schach. Der muss auf jeden Fall verteidigt werden. Aber der nächste Zug ist auch recht klar. Der Turm sollte ohnehin in die Mitte, Turm FD1. Und nun sagte sich der Schwarze, auf der E-Linie kann er eh nichts mehr machen. Also kann er auch seinen E-Turm gleich nach B8 ziehen. So. Um so eventuell auf der B-Linie Gegendruck zu machen. Es drohte halt auch immer mal dieser Zug hier, B4, um den Springer zu vertreiben und dann auf den C7, vielleicht besser gelb, zu drücken. Und das verhindert der Turm auf B8. Und der Eckturm auf A8, der deckt immer noch den eigenen Bauern, der auch mal schwach werden könnte, der aber auch eventuell zum Gegenangriff verwendet werden könnte oder auch ein Feld nach vorne ziehen könnte, um dann das Feld B4 nochmal zu kontrollieren. Das heißt, der Schwarze stellt sich hier schon so ein bisschen auf die Hinterbeine. Es ist offensichtlich, dass der Weiße einerseits die Initiative hat, aber auch die bessere Bauernstruktur. Und diese Kombination, die ist schon sehr gefährlich. Mal abgesehen natürlich von der Tatsache, dass der Weiße Tarasch gewesen ist. Beispiel Turm AB1. Jetzt A5. Ist auch klar. Es drohte B4, jetzt hat er ihn verhindert. Ein typischer Anfängerfehler wäre jetzt A3. Einfach um diese Drohung B4 zu erneuern. Dann käme A4. Und jetzt kann der B-Bauer nicht mehr vorziehen, ohne dass da alles abgetauscht wird. Das wäre ziemlich fatal. Danach wäre die Partie kaum mehr zu gewinnen gewesen. Aber das ist auch gut bekannt, letzten Endes. Und vor allen Dingen, ein Tarasch macht sowas nicht. Er spielte nun einen sehr tiefen Zug. Er ging mit dem König in die Ecke. Sieht aus wie ein Verteidigungszug, ist aber in Wirklichkeit ein Angriffszug. Nun ist die Frage, was der Weiße machen soll. Eventuell
meint der Schwarze, eventuell die Türme auf der B-Linie verdoppeln, um den Zug B4 weiter zu erschweren und so den Springer auf C5 noch weiter zu zementieren. Berger zog jetzt Turm B6. Das ist wohl ein Zug, der etwas ungenau ist, möglicherweise. Aber ich will noch kurz, ich habe vergessen zu sagen, warum der Zug König H1 ein Angriffszug gewesen ist. Er stellt nämlich eine doch sehr kleine, gemeine Falle. Und zwar droht er, seinen E-Bauern vorzuziehen. So angedeutet. Und wenn jetzt die Dame diesen Bauern schlägt, so, dann kommt hier eine Gabel, eine Springergabel, sagt man, greift den Turm und die Dame gleichzeitig an. Was fatal ist. Wenn der König jetzt nicht in der Ecke stehen würde, dann könnte der Weiße die Dame wegziehen, hierhin ein Schach geben. Dann müsste der Weiße erstmal das Schach parieren. Und dann könnte man anschließend den schwarzen Turm retten. Aber da der König hier schon in der Ecke steht, geht das nicht mehr. Und deswegen gewinnt die Springergabel. Andererseits, wenn der Bauer schlägt, so, dann hat der Weiße ein strategisches Ziel erreicht. Er gewinnt hier kein Material, aber die Stellung öffnet sich, dieser Springer C5, der alles zusammenhielt, verschwindet. Und ja, es kommt hier zum Abtausch dann, wenn man es auch immer nehmen sollte, vielleicht besser mit der Dame, standardmäßig. Und dann sind doch die weißen Bauern schwach. Rot ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht mal gelb. Da ist der Weiße noch weit von einem Gewinn entfernt, aber man sieht sehr deutlich, wer auch hier auf Gewinn spielt. Und der Schwarze kann eigentlich nur auf ein Unentschieden hoffen, mehr nicht. Aber das ist auch eine hypothetische Stellung. Ich habe auch zweimal gezogen mit Weiß. Ich wollte nur mal zeigen, was hinter diesem kleinen, netten Königszug stand. Das kam in der Partie. Damit verhindert er nämlich auch das Springermanöver, diese Springergabel auf C6. Aber er lud damit Tarasch ein zu diesem Zug. Er will nämlich jetzt seinen Springer umgruppieren. Und zwar hier hin, und dann würde er eine weitere Gabel haben. Es knatscht ein wenig im Gebälk. Und natürlich drückt auch ein zentralisierter Springer auf D5 auf den Punkt C7. Und gleichzeitig deckt er auch nochmal das Feld B4. Sodass er auch nochmal da den Bauernvorstoß unterstützen könnte. Schwarz zog seinen Springer zurück nach E6. Damit deckt er nun seinen C-Bauern direkt. Der nächste Zug ist nicht so schwer zu erraten, Springer C3. Jetzt fesselte Berger den Springer, also auch ein bisschen unklar, ob es gut ist. Turm C6. Es geht nicht nur darum, diesen Springer auf C3 zu fesseln, der kann es ja nicht ziehen, weil dann die weiße Dame weg wäre. Es geht auch darum, den Turm nach C5 zu stellen und von dort aus, egal ob er nun auf C5 oder C6 steht, deckt er ja erstmal diesen Bauern, der ja auch jetzt vom Springer gedeckt ist. Und er könnte, wenn er hier hinginge, auch nochmal diesen Bauern decken, der ja das Feld deckt. Das ist der Versuch, eine Festung zu errichten, letzten Endes. Ob die Festung hält, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Tarasch ging aus der Festung raus, griff den Turm an, griff aber auch den Randbauer nebenbei nochmal an. Schwarz führte seinen Plan aus, Turm C5. Jetzt geht der Springer in die Mitte, greift die Dame an. Dame geht zurück, deckt auch nochmal den C-Bauern. Im Grunde sieht das ja recht solide aus.
Aber, naja, nach Turm BC1 wird ein Turmpaar verschwinden. Das kann man auch schlecht vermeiden jetzt. Schwarz tauschte. Und jetzt ist der weiße Turm wesentlich aktiver als der schwarze Turm. Dasselbe gilt für den Springer und dasselbe gilt auch für die Dame. Und der Weiße hat nach wie vor zwei Bauerninseln und der Schwarze drei. Ein weiteres Problem ist, dass die weiße Dame eventuell nach C6 einfallen könnte und dann C7 noch weiter bedrohen könnte. Berger versuchte dieses Problem radikal zu lösen, indem er seinen schwarzen Bauern nun zwei Felder vorzog. So. Dadurch hat er keine Schwäche mehr auf der C-Linie, aber er hat eine neue geschaffen, und zwar diesen hier. Das ist ein sogenannter rückständiger Bauer. Das Problem bei rückständigen Bauern ist nicht nur, dass sie selber schwach werden können, auch dass das Feld vor ihnen schwach ist, wie man sagt. Denn dieser Springer auf D5, der kann nicht mehr von einem Bauern vertrieben werden und ist deswegen sehr mächtig. Zumal auch, weil es ein zentralisierter ist. Und zunächst mal spielte Weiß seinen Turm nach D1, drückt damit ein wenig auf den B-Bauern. Jetzt zog der Schwarze seinen Springer in die Mitte, das hatte er sich wohl so gedacht, auch mit seinem C-Bauern, dass er den eben deckt. Man nennt das Verfahren Plombieren. Ein seltsames Wort. Wenn man sich vorstellt, dass es sich um ein Loch im Zahn handelt, dann ist das Loch ja nicht wirklich plombiert. Denn das Loch ist ja eigentlich nicht das Feld D4, sondern das Feld D5. Oder aber so heißt das halt. Jedenfalls blockiert nun der Springer erst einmal und sichert damit, also er blockiert die D-Linie und sichert damit diesen Bauern hier ein wenig. Und auch das sieht ja noch einigermaßen fest aus. Die Frage ist, was will Tausch machen? Er versuchte nun, diesen Springer abzutauschen mit seinem eigenen. Wenn dieser Springer auf D4 unantastbar wäre, dann könnte man hier kaum Fortschritte erzielen. Weiß zog seine Dame nach C4. Die Idee besteht darin, das Feld C2 zu decken. Er will nämlich diesen mächtigen Springer zurückziehen nach C2, um ihn von dort aus dann, um dann von dort aus den zentralisierten Springer anzugreifen. Und dann so eben die D-Linie verwundbar zu machen. Jetzt kam Turm B8, Gegenangriff auf der B-Linie. Nicht sehr gefährlich. Es zog den Bauern zwei Felder vor. Ja, zentralisierte Springer deckt ja auch noch das Feld B4. Da kommt Schwarz nicht weiter. Schwarz macht jetzt einen kleinen raffinierten Wartezug, der allerdings, naja, gut, ich sage mal nicht zu viel. Dann spielt er zunächst mal diesen hier. Und jetzt könnte man denken, naja, da geht doch vielleicht was. Der Weiße kann jetzt eine Figur gewinnen mit einer Kombination. Ich zeige mal wie. Turm schlicht. Das sind immer Qualitätsopfer. Ein Springer ist weniger wert als ein Turm. Normalerweise ist das ein ganz schlechter Tausch. Aber nimmt wieder. Das sieht böse aus. Jetzt kann die Dame ja nicht einfach weg, sonst würde der schwarze Turm hier runtergehen und dann hätte man hier so ein Grundreihenproblem. Es geht weiter mit Dame schlägt C8. Was soll das? Nimmt man. Aber dann kommt hier die Springergabel, greift König und Dame an. Jetzt, wenn der König ranläuft, dann hat man eine Figur gewonnen. Das Dumme ist bloß, dass der Schwarze hier einen Freibauern hat. Den Bauern auf D4 und wenn der jetzt mal losläuft, kann man die gar nicht mehr aufhalten. Ich habe ja im vorherigen Clip, in einem der vorherigen Clips von der Quadratregel gesprochen. Der weiße König ist hier nicht mehr im Quadrat und der Springer kommt auch nicht mehr ran. Das heißt, hier gewinnt Schwarz. Das heißt, diese Kombination ist letzten Endes eine Art Pseudokombination. So kam es aber nicht. Tarasch hat das gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Berger darauf gehofft hat.
zurück. Hier könnte man sagen, dass nach dieser Kombination der Falsche gewinnt. Tarasch nahm aber den Springer in der Mitte. Soweit so gut. So habe ich es ja auch schon gezeigt. Aber jetzt nimmt Weiß nicht den Turm raus, sondern gibt hier direkt einen Schach. Und wenn jetzt der König zur Seite geht, dann kann man mit dem Springer schlagen und die verbleibende Dame kann dann noch den Bauern halten. Ist dann so, dass man den Springer nicht halten kann. Ich zeige mal kurz die Variante, was ich meine. Wenn jetzt der schwarze König ranginge, so kam es nicht, aber angedeutet, dann kann man so nehmen. Und wenn jetzt der Schwarze losläuft, dann muss man zwar die Deckung des Springers aufgeben, aber man bekommt dann zu viele Bauern. Man nimmt hier mit Schach raus. Das ist noch nicht matt auf der eigenen Grundreihe. Wenn der König weggeht, dann macht man hier ein Luftloch. Und das verbleibende Damen-Endspiel mit zwei extra Bauern ist leicht gewonnen für Weiß. Das heißt, so kann der Schwarze nicht spielen. Na gut, eben konnte der Weiße mit Schach schlagen. Jetzt kann man auch sagen, na gut, dann geht der König halt in die andere Ecke. Hier hin. Kann man nicht mit Schach schlagen. Aber jetzt kommt was anderes Ekliges. Jetzt kann man nämlich hier nehmen. Wenn der Bauer weiterläuft, kommt hier noch ein extra Schach. Gabelt. König und Dame. Es ist zwar so, dass der Schwarze droht durchzulaufen und matt zu setzen, aber der Schwarze steht die ganze Zeit im Schach und kann es deswegen nicht. Jetzt kann man die Dame rausnehmen und gibt einen Schach. Also das ist auch nicht möglich. Zurück. Das war nur kurz angedeutet, was wäre, wenn man hier mit dem König zöge. Berger schlug diesen Springer also raus. Das ist die Stellung. So, jetzt muss der Weiße schlagen. Natürlich ist kein Grund rein matt, die schwarze Dame kann zurückziehen. Nun entschloss sich Weiß, die Damen zu tauschen. Das ist auch gut und richtig. Und jetzt ist Weiß dran und deswegen ist er im Quadrat. Er hat nur einen Zug, das ist klar. Der König muss jetzt ran. Es ist eben im Endspiel so, dass die Könige mächtiger werden und dann auch gefragt sind irgendwann. Und jetzt ist es ja so, die Bauernzahl ist ausgeglichen. Der Schwarze hat einen sogenannten Freibauern, was eine gute Sache ist, in der Mitte. Aber trotzdem hat Tarasch diese Stellung angestrebt durch die Abtauschkombination, bei der eben Turmpaar, Springerpaar und Damenpaar abgetauscht wurden. Und warum und wieso, erzähle ich dann im nächsten Clip, sonst wird es zu lang. Aber jetzt muss man wenigstens nicht in irgendwelche Stellungen reinspringen. Man ist jetzt hier in einem praktischen Bauernendspiel gelandet. Tschüss.